Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Der Gesang der Flusskrebse. In diesem Film geht es um eine junge Frau bzw. um ein kleines Mädchen, das mit ihrer Familie in den Sümpfen, genannt Marsch, aufwächst und dort in dieser kleinen Siedlung eigentlich das Leben recht lebendig ist, die Leute glücklich sind, aber nach und nach ziehen immer mehr Leute weg, bis sie eines Tages ganz alleine ist. Sie hat aber zwei Bezugspersonen, nämlich die Madisons, die dort einen kleinen, ja in Anführungsstrichen Tante-Emma-Laden betreiben. Und die haben auch immer wieder ein Auge auf sie und kümmern sich so ein bisschen um sie. Oh, aber den größten Teil ihres Lebens schlägt sie sich da alleine durch in den Sümpfen. Bis sie dann auch mal hier und da mal ein paar Leute trifft und alles, sowohl gute als auch schlechte Leute, aber ja, das ist so grob zusammengefasst, bis eines Tages dann ein Ereignis passiert, bei dem sie dann vor Gericht landet. So kann man das kurz zusammenfassen, ohne groß was zu spoilern. Was kann man sonst zu dem Film sagen? Ja, positiv ist auf jeden Fall anzumerken, dass Reese Witherspoon hier ihr Regiedebüt feiert in einem größeren Film und auch den Film mitproduziert hat. Und ich muss sagen, für den ersten Film ist das sehr gut gemacht. Wir haben interessante Charaktere, den Charakteren wird Zeit gegeben, sich vorzustellen. Der ganze Film ist kein Krawum-Peng-Buff-Film, sondern ein einfacher, aber interessanter Film. Und was kann man noch Positives sagen? Der Film hat so ein gewisses, sage ich jetzt mal, eine gewisse Spannung auch, die sich nach und nach immer wieder aufbaut. Der Film hat lustige Momente auch und dieser ganze Mix ist wirklich sehr, sehr interessant. Ohne dass der Film jetzt wirklich irgendwelche riesen Spezialeffekte oder sowas hat. Nein, das gibt's bei dem Film nicht. Es ist wirklich, sage ich jetzt mal, etwas anspruchsvoller Film, man muss auch mal ein bisschen um die Ecke denken, es wird nicht alles kaputt erklärt, so wie das bei vielen Filmen heutzutage der Fall ist. Nein, also der Film ist wirklich für das, was er ist, wirklich gut gemacht. Auch die Schauspieler, der ganze Cast, er ist wirklich gut gewählt. Wir haben da wirklich, wirklich darauf geachtet, dass auch wirklich die Rollen wirklich auch so ein bisschen, auch optisch, sage ich jetzt mal, an den Leuten angepasst wird. Ja, wirklich, sage ich jetzt mal, Leute, die gut sind, haben auch wirklich, sage ich jetzt mal, nettes Erscheinungsbild auch. Und Leute, die nicht so gut sind, denen merkt man das dann auch gleich schon an, dass bei denen irgendwas nicht so ganz koscher ist. Aber das haben die auch so wirklich gut gemacht, auch von der Mimik, von der Gestik her. Das passt alles sehr gut bei den Cast, muss man wirklich sagen. Also da denkt man wirklich, dass sich die Leute wirklich richtig Mühe gegeben haben und den Leuten wurde auch wirklich auch die Zeit gegeben, das auch alles vernünftig so zu machen. Negativpunkte, ja, der Film geht knapp, geht ungefähr 2 Stunden 5 Minuten. Ja, ich finde, der Film hätte vielleicht so 10, 15 Minuten kürzer gehen können, weil an manchen Stellen fand ich den ein bisschen zu langatmig. Aber ja, das ist auch schon so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Weil ansonsten, es passt alles ganz gut zusammen. Muss man wirklich sagen, das passt alles ganz gut. Ja, doch. Also man kann sich auch in diese Charaktere gut hineinversetzen. Also hier kommt viel über die Charaktere einfach in den Film. Es ist auch wirklich ein, man kann sagen, es ist ein Charakterfilm. Weil das ist alles ganz gut. Das ist wirklich gut. Also das ist wirklich jetzt mal was ganz was anderes. Und das kann man auch wirklich alles so mit hineingeben. Ja, und welche Bewertung ich diesem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge.
Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also zu sagen ist, dass der Film wirklich tolle Charaktere hat, einen tollen Cast hat, die das alles wirklich super rüberbringen. Der Film eine interessante Story hat und es passt alles wirklich gut zusammen. Und Reese Witherspoon, muss man sagen, für den ersten größeren Film, Regiearbeit, top. Kann man wirklich sagen. Ist nur nicht ein Film für jedermann. Passt für manche Leute, die brauchen, also es ist kein Popcorn-Kino oder so, was manche Leute vielleicht gerne hätten. Diese Leute sollten da nicht reingehen, die jetzt wirklich jetzt Film mit Krabum, Peng, dies, das erwarten. Nein, das ist ein recht einfach gehaltener Film. Aber der Film ist schon sehr gut gemacht. Also somit gebe ich den Film, ja, 4 bis 5 Totenköpfe, weil der Film wirklich gut ist für das, was er sein soll. Der Film macht Spaß, der Film hat Spannung, der Film hat interessante Charaktere. Das passt alles sehr gut zusammen. Ja, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, werde ich in mehreren Filmen reingehen und dann werde ich auch dann mehrere Filmbewertungen auch veröffentlichen. So ist aktuell der Stand der Dinge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis demnächst.